was zum Teufel? Beste Grüße. Weshalb brannte Sigismund Scarlets nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Herr Robert, ich muss nach Scarlets. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge, willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Was etwas besser. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Mir ist's gleich, wer auf dem Thron hockt, solange im Land Recht und Ordnung herrschen. Dann sind wir mit Wenzel besser dran. Er geht nicht mit fremdem Söldnerpack Städte plündern wie Sigismund. Oh ja? Seit Sigismund Kuttenberg erobert hat, kann man nicht mal mehr gewöhnlichen Pilgern trauen. Es gehen so viele Briganten um, dass man nie weiß, ob man lebend von den Feldern heimkehrt. Und die Adligen tun nichts dagegen. Genau. Gar nichts. Jeden Abend, wenn noch genug Licht ist.
aber... Pass etwas besser auf. Kein Aber. Alles ist gut. Verstanden? Hoffentlich. Oh ja. Was ist das? Heimgesucht werden wir. Wieso? Aber zumindest ist der Rest vom Haus in Ordnung. Nur das Drecksdach nicht. Immerhin nur das Dach. Das war knapp heute Morgen, was? Würdest du Herrn Divisch wie ich kennen, wärst du nicht so bekümmert. Der Kerker hat zwar seiner Gesundheit geschadet, aber ein listiger Fuchs ist er dennoch geblieben. Wirklich? Er ist nicht umsonst Burggraf des Königs. Die Leute erzählen sich noch heute, wie er den Disput zwischen Vater Pech und Herrn Pribig schlichtete. Bei wem bekomme ich etwas zu essen? Was glaubst denn du, junges Gemüse? Na, bei mir. Und wenn du was Spezielles willst, kann ich dir da auch helfen. Ich würde gerne etwas kaufen. Sicher, Junge. Leute. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Weißt du, wo ich hier einkaufen kann? Versuch's in der Küche. Die Köchin verkauft manchmal überschüssiges Zeug. Ansonsten, keine Ahnung. Frag die Leute aus dem Dorf, ob sie handeln wollen. Was denkst du über die Skalitzer? Das ist ja mal was. Zuerst haben alle Schiss, dass Sigismund aufkreuzt, und dann sowas. Dem Herrn sei Dank, dass sie's aus der Burg geschafft haben. Skalitz ist gut befestigt, aber wie ich höre, ist Sigismunds Armee riesig und sich ihm zu stellen ist Selbstmord. Herr Ratzig hat das Richtige getan. Tut mir leid, dass es nicht alle geschafft haben. Mir auch. Möge Gott deinen Schmerz lindern. Hab Dank. Herr Ratzig ist ein guter Mensch, wenn er sich so um alle kümmert. Aber wahrscheinlich kennst du ihn besser, hm? Nicht wirklich. Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert und als er es begutachtete, wechselten wir ein paar Worte. Das ist alles. Dann ist er ein guter Herr. Die Lage war wegen Sigismund heute Morgen recht angespannt. Herr Divisch regelte das meisterhaft.
Die Burg sollte einer Belagerung standhalten, aber Sigismund hat verdammt viele Männer. Wer sind diese Söldner, die er da hat? Du meinst die Kumanen? Man weiß nicht viel über sie, außer dass Sigismund sie irgendwo im Osten angeworben hat. Die sehen furchteinflößend aus, was? Das sind sie auch. Gelobt sei Jesus Christus. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz, besonders wenn du Geld hast. Für alles andere geh zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze, kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Unsere Späher sollen bei Skalitz einen Haufen frischer Menschenknochen gefunden haben. Auf, wo du hingehst! Was tust du da? Dieses Mal. Du willst mich doch verscheißern. Hier gibt's doch kein Weib, das den alten Bock auch nur anschaut. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Was zum Teufel?